willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal geht es wieder um ein Reaction-Video. Allerdings speziell geht es jetzt hier um eine sehr interessante Jote. Ich werde jetzt nicht das gesamte Video hier zeigen, denn es handelt sich bei dem Video eher um ein Talk-Video von einer Frau, die ihre sehr spezielle moderne Jotenform eben erklärt. Und das ganze Video geht eben 43 Minuten, sondern ich will jetzt mal vorspulen, um mal gucken, ob ich da die Punkte zeigen kann, wo der eigentliche Bau gezeigt wird, weil das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass eigentlich ist das ein ähnlicher Gedanke wie das, was ich jetzt hier gemacht habe, nur dass die noch ein paar andere Grundgedanken dazu gesponnen haben. Also es geht im Prinzip um eine Jurte, die aber von einem Holzkonstrukt überbaut ist. Somit ist es keine wirkliche mobile Jurte, aber es ist eine Jurte im Innern eines Rundhauses. So würde ich das Ganze beschreiben. Also im Prinzip auch das, was ich schon öfter mal in meinen Videos erklärt habe, dass wenn ich jetzt an einer Stelle länger wohnen würde und mir sogar ein Gründach vielleicht sogar dann aufs Dach holen würde, dann würde ich es wahrscheinlich ähnlich bauen wie jetzt hier in diesem Video. Und da ich das allerdings spannend finde und das Video eigentlich so gut wie gar keine Aufrufe hat bis jetzt, also noch sehr unbekannt ist, wollte ich da einfach mal grob mit euch reinschauen. Ihr seht ja schon in dem Bild jetzt hier, von außen sieht es aus wie eine moderne Jurte mit einem Edelstahl-doppelwandigen Außenschornstein, ja, seitlich an der Wand angeschlossen für den Ofen und einer kleinen Fensterfront. Und ansonsten eine ganz normale Kuppel bei mir so drauf wie hier. Ja, genau. Und wir gucken jetzt hier mal rein. Also das Ganze sieht im Inneren so aus. Ja, sieht im Prinzip wie eine mongolische moderne Jurte aus. Und wir haben jetzt hier, ich guck mal, ob ich das finden kann. Gucken mal hier rein. Ja, genau. Also nochmal, das heißt, sie hat nur da gegossen, wo quasi die Balken in den Boden gehen. Genau. Ja, also jetzt sieht man ja hier. Sie haben tatsächlich schon ein sehr massives Fundament gebaut, einfach aus dem Grund, weil diese Jurte ja so wirklich massiv überbaut wurde mit Holz, mit so einer schweren Holzkonstruktion, und deswegen haben sie quasi Löcher gebohrt, Beton reingeschüttet und da dann eben Punktfundamente gesetzt. Und da ist ein bisschen Beton. Vorher ausgerechnet, also die Grundfläche. Also nicht die ganze Fläche oder so zu betoniert, sondern nur diese. Weil das ist auch so, ich wollte so wenig Boden wie möglich. Ja. Also genau, so wenig Fläche wie möglich versiegeln, ist grundsätzlich ein guter Gedanke. Anders würde es hier an dem Abhang auch nicht so wirklich Sinn machen, außer eine Plattform. Wenig belastet wird, und dann haben wir das wirklich nur an den Stellen gemacht, wo die Pfosten im Boden reinkommen. Ebenso dann verteilt. Okay, also sind wirklich sehr stabile, massive Holzbalken. Das ist natürlich eine teure Aktion. Diese Balken sehen aus wie, ja, wahrscheinlich 10er oder 12er Breite, und wahrscheinlich sind sie, ja, irgendwas bei 18 oder 20 Zentimeter hoch. Schon sehr massiv. Ich weiß nicht genau die Größe, ich glaube, es waren eine 6 Meter Jurte. Du musst halt auch ausnivellieren, dass es einigermaßen in da gleichmäßig ist. Okay, und wir sehen auf jeden Fall jetzt hier einen Holzfußboden in Sternform. Dämmtechnisch habe ich jetzt hier nichts gesehen. Ja, aber eben, also grundsätzlich ist es ja eine schöne Sache, so ein Fußboden. Habe ich nichts dagegen. Wäre mir aber viel zu aufwendig. Und ich habe halt immer Angst, dass diese Spalten zwischen den einzelnen Holzbrettern eben sich da hochbiegen. Genau, deswegen würde ich so das eben nicht bauen. Dann eben hier die Plattform, das ist die obere Seite der Plattform. Unten, wie ich gesagt habe, haben wir Bretter, dann eine Winddichtfolie, dann diese drauf. Da musst du nicht so super genau arbeiten. Okay, also ja gut, wir haben also Bretter auf diesen Bohlen verlegt, dann eine wahrscheinlich Unterspannbahn, und dann haben sie nochmal Bretter oben drauf geschraubt. Die Dicke kann ich jetzt hier nicht erkennen. Also da können schon ein bisschen Spalten sein, aber so sieht dann die Plattform aus, und auf die. Oh ja, und jetzt sieht man, also das ist Wahnsinn. Also ne, das ist eine äußerst massive Holzplattform schon darunter. Es sieht für mich aus, als wenn es so ungefähr so dick wäre, also was weiß ich,
8 cm oder sowas. Und da sind jetzt wirklich massive Holzbohlen als Gestell drauf. Und man sieht auch hier, dass es einzelne Kammern quasi nochmal ergibt, wo dann die Dämmung quasi reingeschüttet worden ist. Soweit ich weiß, war das Hanfschüttdämmung. Hier haben wir dann quasi diese Holzständer, die Zimmerei ausgerechnet hat. Die haben dann am Boden, kann man hier sehen, Befestigungen angebracht, auf denen dann diese Wandbalken angeschraubt wurden. Genau. Also erstmal Stege gesetzt und daran die Seitenbalken und dann die Deckenbalken. Dann der Dachkranz sieht super massiv aus. Ja, also der ist ja quasi von der Dicke her, ist das ein dreifacher oder sogar vierfacher Dachkranz. Das allein schon ist wirklich Aufwand herzustellen und super schwer. Von daher muss das alles super massiv sein. Also wir sprechen hier eigentlich von einem Rundhaus, so ähnlich wie dem, was mein Bruder eben gebaut hat. Ja, nur dass eben da im Inneren eine Jurte da steht. Und die fürs Dach, und das seht ihr auch schon, da wird dieser Holzring, den der Schreiner gebaut hat, das sind dann diese Löcher eben in der bestimmten Anzahl, die man braucht, auch schon drin, wo später die Dachstangen reinkommen. Die haben die da dann angeschraubt. Okay, genau. Und wir sehen am oberen Ende, haben die mit einer Wasserwaage wahrscheinlich das austarieren wollen schon. Und man sieht, dass da wie so eine Kante reingefräst ist, wo wahrscheinlich dann die Dachplane rankommt. Und dann kommt nochmal die Kuppel obendrauf, ne? Das Fenster quasi mit einem Holzring. Dann hier sieht man das ein bisschen besser. Wow. Der ist relativ schwer, dieser Holzring. Ich musste den so hoch machen, weil ja da die Dämmung mit reinkommt. Ja, das stimmt. Also da hat sie vollkommen recht. Der Punkt bei mir ist eben der, ich habe mir gesagt, die Jurte soll nicht zu massiv sein. Deswegen seht ihr ja auch jetzt hier gerade im Hintergrund hinter mir meinen Dachkranz. Und ich habe es eben so gemacht, ich habe unten einen Dachkranz, da wo eben auch die Löcher drin sind. Dann habe ich oben den Abschlussdachkranz zu dem Dachfenster. Und das Dachfenster an sich hat auch nochmal einen Einzeldachkranz. Und dazwischen habe ich eben wie auf Stelzen die beiden Dachkränze miteinander verbunden und eine Blende gegengeschraubt. Und deswegen habe ich eben nicht so eine extrem massive Geschichte wie jetzt hier, was vom Gewicht her einfacher ist, was vom Herstellen eben viel einfacher ist. Genau, das habe ich sozusagen bei mir so gelöst. Allerdings, hier sehe ich ja, das Ganze ist extrem, also wirklich, es ist halt ein Rundhaus, ist extrem massiv, die ganzen Balken. Und von daher würde ich auch empfehlen, das so stabil zu machen, wie das da halt gemacht worden ist. Und man sieht auch, dass sie mit Eisenstützen quasi und Schraubzwingen den Dachkranz erstmal austariert haben, auf die richtige Höhe gebracht haben. Und dann wurde er wahrscheinlich von innen mit den Balken verschraubt. Ja, so viel ist es. In der üblichen Jurte sind die viel kleiner und dann auch nicht so schwer. Aber dadurch, dass die Dämmung rein muss, der wiegt, glaube ich, fast 40 Kilo. Boah, 40 Kilo. Ich glaube, das wiegt ein bisschen mehr. Genau, und dann sieht die, das ist ja Wahnsinn, ne? Also da hat man die Bohlen, die jetzt die einzelnen aufrecht stehenden Bretter mit, oder auch Bohlen miteinander verbinden, die mussten sogar noch, wie man ja sieht, an die Rundung der Jurte angepasst werden. Und also das ist ein Aufwand wirklich ohnesgleichen, ne? Da steckt sehr, sehr, sehr viel Geld drin. Geld scheint jetzt erstmal hier keine Rolle zu spielen, muss man dazu sagen, wie es aussieht. Und das ist also ein Material, eine Materialschlacht ohnesgleichen. Das ist eigentlich die fertige Holzständerbauweise. So ein bisschen mehr als ein Meter ist der Abstand zwischen jedem. Genau, also der Punkt ist natürlich der, dass man der Abstand zueinander, der muss eben so hoch sein, damit man eben noch ein Fenster auch dazwischen kriegt. Vorne sieht man ja auch, da sind scheinbar, ist es halt größer gelassen mit 2 Meter, sodass man eben auch ein sehr großes Fenster noch einbauen kann. So sieht es jetzt für mich aus. Und dann haben die uns noch empfohlen, hier oben rum um den Rand haben wir noch ein Metallband gezogen, wo sie gesagt haben, sollte die Schnee... Ja, Windrispe. Also man muss auf jeden Fall noch ein Metallband mit Löchern drin, einmal drumherum spannen. Das haben wir bei meinem Bruder auch genauso gemacht, was auch nochmal verschraubt wird, weil dann kann diese Struktur nicht einstürzen. Ne? In dem Fall, sie hat keine Stützen in ihrer Jurte.
Das Dach ist halt frei schwebend, sage ich mal. Und wenn jetzt der Druck auf dem Dach zu hoch wäre, würde das Ganze ja einstürzen und durch die massiven Holzkonstruktionen auf dem Dach wäre das halt, könnte das eben zu doll nach außen drücken. Deswegen die Windrispe ist wichtig. Die Last wirklich mal groß sein, dann grätschen können die Balken nicht so nach außen weggrätschen, ja, und dann doch fallen. So sieht es dann. Ja, jetzt muss man natürlich auch noch das miteinander verbinden. Auch weil ja jetzt noch die Holzplatten oben drauf und an die Wand kommen. Und man sieht jetzt hier auch schön, dass sozusagen jede Dachsparre ist nochmal mit zwei richtig fetten Schrauben an dem Dachkranz innen verschraubt. Und eben Konterlattung dazwischen, sodass das Ganze eben sich nicht drehen und verbinden kann. Aus. Ja, ich finde auch die Struktur eben immer so ästhetisch. Und wir haben dann praktisch, wie ihr seht, hier überall kleinere Holzlatten dazwischen, damit der Hanf halt auch hält. Ja? Den konnte man auch nicht fertig in Bahnen oder so kaufen, weil da ja nichts rechteckig ist. Na gut, man könnte jetzt natürlich Hanfmatten nehmen, die man zuschneidet. Also das würde schon gehen, aber jetzt in dem Fall, ich meine, das sind bestimmt 20er Balken da oben, ist echt super massiv. Also das ist echt krass. Das ist im Prinzip ähnlich wie dem, was mein Bruder da gemacht hat. Deswegen bietet sich da eben Stopfhanf an. In dem Ding, sondern wir haben Stopfhanf verwendet, den du einfach so reinsteckst. Ja, okay. Bilder an der Wand haben wir auch so Verstrebungen noch hingemacht. Ja. Und da oben sieht man jetzt auch dieses Metallband. Ja. Genau. Und dann haben wir außen so 2,5 Zentimeter dicke Holzpressplatten hingemacht. Boah, 2,5 Zentimeter dicke Holzpressplatten. Das sind Dimensionen. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist wirklich so super massiv. Ich frage mich halt allerdings dabei, ob diese Holzplatten so atmungsaktiv sind und aus was für Material die bestehen. Ne? Also, weil die müssten eigentlich ja versiegelt sein von außen. Ansonsten, wenn da Wasser rankommt, dann kann das eben aufquillen. Und wie gesagt, mit der atmungsaktiv sind die wahrscheinlich nicht mehr so sehr. Da frage ich mich eben, wie das mit dem Kondenswasser auf der Innenseite davon ist. Wenn jetzt halt der Stopfhanf auch in der Wand ist, dann wäre das ja sozusagen dieser Übergang. Für mich ist das halt fraglich dann. Das sieht dann aus wie, ich habe gesagt, jetzt bauen wir ein Lebkuchenhaus. Das ist quasi dann ganz dicht von außen und innen, in dem Bereich, haben wir dann Hanf reingestopft. Okay, jetzt kommt quasi wirklich auf diese, ich sag mal sowas wie MDF-Platte, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Da kommt jetzt direkt der, ich sag mal, Baumwollstoff gegen. Das ist ja erstaunlich, weil ich frage mich halt jetzt, also bei Kälte und Hitze, ne? Also wenn ihr jetzt innen drin heizt und draußen ist es richtig kalt, dann sammelt sich jetzt das Kondenswasser ja auf der Innenseite unter den Brettern, oder täusche ich mich? Ist das jetzt so stark diffusionsoffen, diese Platte? Weil, kann ich jetzt nicht sehen. Man sieht auch auf jeden Fall die Ritzenboden mit Unterspannband-Klebeband verklebt und außen direkt darauf dieser Stoff eben. Finde ich auf jeden Fall erstaunlich. Da sieht man es nochmal von außen jetzt, diese Platten, die einfach an den Kanten sind, die da nochmal verklebt und okay. Da wird jetzt schon der Stoff angebracht. Krass, ja. Innen, hier. Okay, also innen drin halt ein Ständerwerk und dann von innen gestopft. Das ist der Vorteil, den man damit hat, ist, man kann halt zu jeder Zeit auch bei schlechtem Wetter eben stopfen, auch wenn das Dach schon drauf ist. Ne? Das ist halt beim traditionellen Jodenaufbau nicht möglich, weil du ja die Jote auf das Gestell aufbringst. Das ist sozusagen der Nachteil jetzt bei meinen Joten. Aber das hier ist auch super viel Aufwand. Also ich meine, die stopfen damit zu dritt die Wolle da rein. Frauenarbeit haben wir den Hanfbein gestopft. Und es sind für die Flächen, es waren 200 Säcke Hanf. 200 Säcke Hanf. Okay, krass. Also ich weiß natürlich nicht, wie groß die Säcke sein sollen, aber wenn die
so sind, wie jetzt da vorne im Bild zu sehen sind, also wie viel soll das denn sein? Wie dicht haben die das denn gestopft? Das kann man doch ein bisschen lose stopfen. Also das muss nicht zu doll gestopft sein. Umso loser, umso besser eigentlich. Das hat uns, glaube ich, eine Woche gedauert. Eine Woche? Okay, krass. Also das ist nämlich auch so ein Punkt. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt hier, wir sprechen eher von einem Rundhaus. Wenn allein nur das Stopfen der Dämmung in der Wand eine Woche braucht, also das dauert ja ewig dann. Ein bisschen unangenehm, weil du hast da so leichten Staub drin. Wir waren viel am Niesen. Ich habe teilweise manchmal eine Maske aufgesetzt. Masken tragen, ja. Ja, also der Punkt ist halt da, wirklich, wenn man mit Dämmung, selbst jetzt ist egal, ob man jetzt Platten verarbeitet oder halt losen Hanf oder auch andere Fasern, Holzfasern und so weiter, auf jeden Fall immer eine FFP2-Maske oder ähnliches tragen, weil ansonsten das geht total auf die Lunge. Habe ich auch schon gemerkt. Das muss ich mir auch immer wieder sagen. Manchmal vergesse ich das, wenn man mal ganz kurz noch was zuschneiden will dann auf dem Bau. Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Ne? Und deswegen zum Beispiel habe ich ja auch zum Innenraum hin nochmal eine Unterspannbahn hinter der Baumwolle, damit eben dieser Staub von der Dämmung, auch wenn das bei einer Matte nicht so stark ausgeprägt ist, dass der nicht in den Innenraum kommen kann. Da macht es wirklich Sinn. Aber der Vorteil an Hanf ist, es ist halt auch biologisch. Es ist ganz schwer entflammbar. Ich habe den Test gemacht, ja, das stimmt. Ich habe es angezündet mit Feuer und es brennt nicht, es geht aus. Ja, also das sind natürlich Vorteile. Allerdings muss man sich dann fragen, ob das wirklich so einen großen Effekt jetzt hat, weil die sonstige Konstruktion ist ja komplett aus Holz. Also die würde auf jeden Fall lichterloh brennen, auch wenn das Hanf jetzt vielleicht nur ein bisschen verkohlt. So, ne? Von daher glaube ich, ist das jetzt nicht der große Pluspunkt, den das hat. Was sich nicht schlecht anfühlt, wenn du hier so alles aus Holz und den Ofen ja immer an und wenn du dann siehst, oh, das brennt aber. Ja, oder die Baumwolle innen und das Holz, das verbrennt sehr, sehr gut. Also die Jurte ist schon in dem Falle trotzdem leicht entflammbar. Das muss man auch trotzdem wissen. Und ich glaube, wichtiger zu wissen jetzt im Hintergrund, sich das zu merken, ist, wenn man den Baumwollstoff, so wie er auch bei mir hier ist oder auch bei dieser Frau, wenn man den eben durch einen Filz ersetzt, dann ist die Jurte weniger stark entflammbar, weil das ja die erste Stoffschicht ist, wogegen das Feuer ja kommen würde, die Flammen, ne, vom Innenraum. Aber es ist halt teuer und ist auch leicht staubig. So. Nicht so gut, es fühlt sich nicht schlecht an. Das musst du dir aber auch nicht nochmal in Folie verpacken, oder? Du meinst dann beim Umzug oder? Nee, allgemein, wenn das bei der Mineralwolle ist das ja so, weil das dann nachträglich noch so stauben kann. Das war das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ne, dass man eben, dass es nicht schlecht ist, wenn man eine Unterspannbahn noch dazwischen macht. Ich weiß jetzt nicht genau, was die jetzt noch dazwischen gemacht haben, keine Ahnung, müssen wir mal zuhören. Ach so, nee, das braucht. Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist bei jemandem, der super allergisch gegen Hausstaub ist. Das bin ich nicht. Ich meine, es ist der Baumwollstoff davor. Okay, also Sie haben nur eine Baumwollschicht noch dazwischen. Ja, das ist ganz schön wenig. Aber da das so massiv ist und nicht sich so doll bewegt wie bei einer Jurte, wird es wahrscheinlich gehen. Ich habe ja auch dann, wenn ich zum Beispiel den Filz nehme, das Problem, dass da eben auch so ein bisschen die Fasern und Schwebstoffe rauskommen können. Das heißt, es ist auch leicht staubig. Von daher ist es wahrscheinlich nicht so ein großer Unterschied. Mir ist noch nichts aufgefallen. Also es hat hier keine irgendwie extreme Staubentwicklung oder sowas. Ich habe auch das Gefühl, wenn der dann da drin steckt, da ist ja nicht mehr Bewegung drin. Also okay, also sie sagt eigentlich genau das, was ich jetzt hier auch schon gesagt habe. Es ist halt fest. Trotzdem würde ich wahrscheinlich, ich hätte trotzdem eine Unterspannbahn dazwischen gemacht. Jetzt in dem Fall, aber scheint jetzt nicht nötig zu sein. Also da, ich sehe auch am Rand unten am Boden, weil der Stoff, den kann ich ja hoch tun und runter, der ist da nicht irgendwie festgemacht, da liegt kein Staub am Boden. Okay, ja, okay, also das ist auf jeden Fall interessant. Trotzdem würde ich mich jetzt fragen, was ist eigentlich mit der Feuchtigkeit,
die sich an den Platten sammeln könnte und an der Dämmung halt ist, ne? Also geht das so oder ja, wie sieht das dann aus nach ein paar Jahren? Bei einer mongolischen, also so einer traditionellen Jurte, kann man eben später die Außenverkleidung abnehmen und eben einfacher da reingucken. Hier weiß ich nicht, wie das eben, wie man dann da das sehen kann, die Platten von der Dämmung. Also, aber weißt du, wenn du es rausnimmst aus dem Sack und da reingibst, das staubt halt, ja. Wenn es da mal da drin ist, glaube ich, das passt. Das ist Okay, auch also die haben echt eine so massive Konstruktion gemacht, das ist wirklich erstaunlich, ne? Also man hat ja schon die ganzen sternförmigen Balken, die in die Mitte gehen, und jetzt wurden noch quer dazu auch noch mal Latten in den Boden eingelassen. Wahnsinn. Also der Aufwand ist auf jeden Fall enorm. es am Boden dann. Haben wir den Boden auch isoliert und dann eben, wie ihr seht, den Dielenboden drauf verschraubt. Das ist schon cool. Was ist das da? Und vorher noch? Vor der Holzgeschnetzel und dann oben drauf. Holzgeschnitzel, ne? Da haben wir, ach ja, von der Wand, von den Holzplatten, das ist übrig geblieben. Okay. Und da ich gerne wiederverwerte, habe ich. Ja, also einfach die Reste verarbeitet. Das ist zum Beispiel auch man könnte jetzt auch den ganzen Fußboden einfach mit Holzspänen, wenn man sowas noch hat. Ich habe jetzt zum Beispiel hier Holzspäne ohne Ende, die hätte ich jetzt zum Beispiel da reingeschüttet. So, weil das habe ich einfach da. Das ist doch ein Häcksler, wo man so auch Baumäste häckseln kann, habe ich das durchgeschreddert und haben einfach den Rest unten mit rein, weil das isoliert ja auch. Also da haben wir keinen Abfall produziert. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Gedanke, muss ich sagen. Genau. Schön ist auf jeden Fall der Dielenboden, dass sie den so durchgehend verlegt haben, ist schon wirklich schön anzusehen. Da der Hanf noch verlegt. Dann, das fand ich ziemlich cool. Gerhard, Shantis Bruder, ist echt so ein kreativer Kopf. Für das Scherengitter, da müssen diese Holzstangen ein bisschen gebogen sein, dass sich das quasi in die Wand richtig reinfügt. Ja, oder sie sind eben dünn genug, dass sie sich einfach selber durchbiegen. Und ich würde jetzt sagen, das ist eine Sache, das kann man zwar machen, aber das ist eigentlich auch zu vernachlässigen. Also das ist nicht wirklich nicht nötig. Jetzt gerade wenn die Hölzer vom Scherengitter so dünn sind und so beweglich, dann biegen die sich schon automatisch in diese Biegung ein. Außerdem sehe ich auch im Hintergrund in ihrer Jurte, dass das Scherengitter sehr aufrecht steht, so wie bei meiner hier auch. Und somit hat man, das muss man sich eben vorstellen, wenn das nicht im 90-Grad-Winkel zueinander ist, die Bretter, da hast du mehr Rauten und keine Vierecke. Und dadurch hast du eine größere Seitenwandhöhe. Aber auch die Latten stehen ja so senkrecht, dass bei der Krümmung da kein großer Verlust vom Raum entsteht. Also wenn du jetzt ganz dicke, sowas wie, ich sag mal, dicke Holzbretter nehmen würdest für ein Scherengitter, ja, dann würde da Raumverlust entstehen, aber so sehe ich das nicht unbedingt als wichtig an. Das sieht schöner aus, wenn die von vornherein schon gebogen sind, aber ist nicht unbedingt nötig. Ohne dass du dazwischenräume hast. Und der hat dann aus so einem Wasserkessel unten ein. Ja, okay, das ist eine Dämpfanlage, dass du eben ein Rohr hast, wo du eine Holzlatte reinstecken kannst, einen Ofen hast, mit dem du Wasser eben verkochst und dann in dem Wasserdampf kannst du eben die Hölzer biegen. So. Ein Rohr, durch das dann der heiße Dampf geht. Da hat er dann diese Scherengitterstangen reingetan, dann wären die durch den Dampf warm und biegsam. Und dann hat er auf seinem Auto eine Vorrichtung gebaut. Okay, ja, das ist sozusagen so eine Biegevorrichtung, genau. Früher hat man das so gemacht, man hat einfach nur drei oder fünf Stäbe in den Boden gerammt und hat dann diese Latten quasi dazwischen gebogen. Geht auch. Wo er die Stangen eingespannt hat,
dass die eben so eine Biegung haben und wenn die dann kalt sind, dann, also das ist wie wenn man einen Bogen baut. Ja, aber es ist halt alles super viel Aufwand, ne? Also das ist bestimmt ein sehr teurer Bau gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das mal so eben errichtet haben, sondern da haben die bestimmt lange, lange dran gebaut. So Bogen, so eben. Dann biegt sich das nicht mehr zurück. Das fand ich ziemlich cool und kreativ. Genau. Da, und da sieht man eben diese Stangen für das Scherengitter, die hat, werden dann da eingespannt und gebogen. Und ich fand im Nachhinein, muss ich sagen, ich fand es viel toller, da so viel selber zu machen, als eine fertige Jurte einfach zu bestellen. Das hat wirklich die Kreativität der Leute angespornt, weil das für jeden was war, was er noch nie gemacht hat. Ja, das stimmt. Also ich mache auch sehr, sehr viel dann kreativ vor Ort. Hat aber den Nachteil, dass es eben sehr zeitaufwendig ist und dadurch eben teurer wird. Ne? Also wenn man das, außer man baut es komplett alles selber. So, und dann macht man eben doch mal hier und da ein paar Fehler, wenn man irgendwie improvisieren muss. Und von daher finde ich persönlich ist ehrlich gesagt besser, wenn man die Jurte vorher komplett vom Konzept her entwirft und vor Ort nur noch Kleinigkeiten verändert. Die Zimmerei hat das noch nie gemacht, wir noch nie, der Gerhard noch nie. Und wir mussten da einfach kreativ sein und Teamarbeit machen und das hat echt Spaß gemacht. Da habe ich dann, das war wieder meine Arbeit, das Scherengitter, da hatte ich... Also im Prinzip wäre es jetzt so gewesen, so wie die das Rundhaus da gebaut haben, wäre das Scherengitter und auch die Dachlatten eigentlich nicht mehr notwendig gewesen. Man hätte das jetzt abhängen können mit innen von Platten, und fertig wäre gewesen. Aber es ist natürlich verständlich, dass man das ist ja auch mein Gedanke gewesen, dass man innen drin das Gefühl hat, als wenn du nur in einer Jurte bist. Ja, und dann hast du aber von außen die Vorteile eines Rundhauses. Das habe ich ja bei mir auch. Ihr seht ja auch im Hintergrund, dass die Dämmung bei mir ja auch genauso dick ist oder sogar noch dicker als dort. Und aber eigentlich, wenn man jetzt, sage ich mal, schon so krass so ein Rundhaus gebaut hat, dann hätte man das auch jetzt einfach mit Lehm verputzen können von innen und wäre fertig gewesen. Ne? Nur so als Grundgedanke mal da nebenbei. Die Motivation, du kannst es natürlich mit Schrauben verbinden, das fand ich aber irgendwie doof. Ich wollte das natürlicher. Okay, also sie hat das alles mit gebunden, mit Seilen. Und habe mich dazu entschlossen, das mit Lederriemen. Mit Lederriemen hat sie das gemacht, okay. Zu verbinden. Ich habe mir dann in der Nähe, gibt es so einen Indianer-Shop, die Tippis und Zeug verkaufen, habe ich mir Lederriemen gekauft. Die waren schon so 2-3 mm dick. Die legst du dann einfach eine Weile ins Wasser, dann werden die ganz geschmeidig und biegsam. Dann kannst du da die Spitzen mit der Schere schneiden, damit du durch Löcher durchkommst. Und dann habe ich geknotet und wenn die dann wieder austrocknen, dann sind die hart und Ah, okay, also sie spricht, glaube ich, eher von Rohhaut, ne? Weil das zieht sich dann auch zusammen und dann ist der Knoten auf beiden Seiten, das zieht sich zusammen und dann ist es wirklich stabil, hält das sehr gut. Fest. So ist eigentlich, also mit Rohhaut wird es auch im traditionellen Sinne gemacht. Hat aber den Nachteil, habe ich auch schon mal öfter mal erwähnt, dass eben auch Mäuse das ganz gut finden können und das eben auch anknabbern können. Aber hier spielt es nicht so eine große Rolle, weil es ja keine unmittelbar tragende Funktion hat. Und das Scherengitter kannst du dann wie so eine Ziehharmonika eben ziehen. Das ist beweglich. Und da habe ich eine Woche lang geknotet. Oh. Jetzt kommen wir wieder zum Punkt hier. Eine Woche lang nur Knoten reinmachen. Das muss man sich mal überlegen. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange das bei ihr da gedauert hat, dass das so schwierig war. Ich mache das innerhalb von einem Tag, innerhalb von ja, kürzester Zeit. Also man kann jetzt, wenn man richtig schnell ist, das innerhalb von einer halben Stunde fertig haben, ja. Oder vielleicht eine Stunde jetzt, wenn man sich da ein bisschen Zeit lässt. Mit, in meinem Fall halt mit Nägeln, die du auf der Rückseite dann krumm machst. Hält super stabil. Das ist weniger fehleranfällig. Die Last ist gleichmäßig verteilt. Es sieht auch sehr gut aus. Also, ja. Und fand das total schön, weil ich das schon in der Jurte gemacht habe. Schön ist das, ja. Das war was total Meditatives. Klar weichen dann irgendwann die Finger so ein bisschen auf von der Feuchtigkeit. Dann kam aber ab und zu
die eine oder andere Frau vorbei, die mitgeknotet hat, und ich hatte da wie so Déjà-vus aus Zeiten, aus Indianerleben, wo wir unsere Tippis als Frauen gebaut haben. Okay, na gut. Und das war total nice. Genau. Und eine technische Frage, die braucht es aber, weil sonst... Die braucht es, also bei einer herkömmlichen Jurte haltet dieses Scherengitter da ja quasi die ganze Konstruktion. Bei mir hält die eigentlich dann nur noch den Innenstoff. Ja, genau. Also jetzt geht sie tatsächlich mal darauf ein, dass es eigentlich jetzt nicht mehr unbedingt nötig gewesen wäre, aber es ist halt schön. Dass der da hängen kann an der Decke und an der Wand und ist einfach das optische Merkmal einer Jurte. Ja. Und ich konnte das Scherengitter dadurch, dass es nicht so viel halten muss, weil das ja unsere Holzständer, die halten ja eigentlich alles, habe ich die ein bisschen feiner machen können. Okay, ja, das ist natürlich auch cool. Man kann alles ganz dünn machen, aber die Jurte, also jetzt nicht mit der Dämmung, aber es hätte auch so gehalten, wenn das dünn gewesen wäre, die Brettchen da. Aber das stimmt schon, sobald man jetzt da 20 cm Dämmung aufbringt, biegt sich das dann schon ganz schön, ne? Also in der herkömmlichen Jurte müssen diese Holzlatten dann dicker sein und auch an mehreren Stellen überschneiden, weil die ja mehr tragen müssen, also die Filz. Das muss nicht unbedingt sein. Also bei mir sind das 6 überlappende Punkte und das reicht vollkommen aus. Man kann sogar weniger machen. Würde auch noch gehen. Wichtig ist eben, dass die dann was aushalten, ne? Die Punkte. Steppen oder was auch immer. Und ich habe dann einfach so einen Kompromiss gemacht, dadurch, dass mein Bau stabiler ist, konnte ich wiederum das Scherengitter ein bisschen leichter machen, sodass das trotzdem nicht so massiv hier drin wirkt. Also du hast trotzdem noch ein Gefühl, du bist hier in einem leichten Bau. Ja. Und das hier hinten seht ihr, das haben wir gekauft. Das ist eine feuerfeste Ofendurchführung. Ja, also wenn man jetzt so ein Haus baut, dann macht das Sinn. Bei einer traditionellen Jurte würde man jetzt mit so einer Wanddurchführung natürlich nicht weit kommen, ne? Das ist dann eher was für was Festes. Weil du ja rechts und links eben Hanf und Holz hast, damit, wenn da das Ofenrohr durchkommt, wirklich auch ein Abstand zu brennbarem Material gewährleistet ist. Ja, man hätte natürlich jetzt das auch so machen können, je nachdem, was da noch dran kommt, hätte man nicht unbedingt so ein großes Stück aussägen müssen aus dem Scherengitter. Aber klar, jetzt sieht man halt, ist es so halt integriert in die Wand, dass es auf so einem Kreuzungspunkt jetzt liegen würde. Von daher mussten sie halt so viel wegschneiden. Kann man aber auch einfacher selber bauen jetzt. Wir haben ja jetzt eine Holzhütte hier noch gebaut für Gäste. Da haben wir das einfacher gemacht. Da sieht man jetzt auch das Scherengitter. Okay, aber wie kriegt man jetzt den Stoff dahinter, frage ich mich. Ne? Da müsste man ja jetzt, ja, tja, weiß ich auch nicht. Was da einfach davor ist. Und da sind die zwei Österreicher. Ah, wahrscheinlich haben sie es erstmal so wie festgetackert, den Stoff, dass der da dran ist. Und dann erst kann man quasi die Stangen da drin aufbauen. Hergekommen, die den Stoff genäht haben und haben uns geholfen, den anzubringen. Das fängt man in der Mitte an dem runden Fenster an zu befestigen und dann wird das so Stück für Stück mit den Dachstangen dann oben am Scherengitter, das hört so X-förmig auf oben, da legst du dann die Dachstange ein und das andere Ende ist in dem Loch an diesem Holzring, an diesem schweren. Auf jeden Fall ist das Ganze ganz schön aufwendig, muss ich sagen. Aber spannende Grundgedanken. Also weil das wäre jetzt spannend, zum Beispiel das Rundhaus von meinem Bruder so aufzuwerten. Also jetzt wirklich eine Jurte in seinem Rundhaus aufzubauen, finde ich richtig cool. Also deswegen ist das Video für mich jetzt gerade im Speziellen wirklich spannend, finde ich gerade. Und dann rafft man das quasi so dahin. Okay. Okay, krass. Ja, da müssen natürlich... Ich habe das auch mal gemacht. Ich habe mal im aufgebauten Zustand
habe ich da auch mal so ein Tuch hintergeschoben, so ein Filz. Oh, das ist aber viel Aufwand da. Dahinter nach unten. Und ja, also. Also ich hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Ich hätte das Tuch, ich hätte das Scherengitter ein bisschen vorgezogen, die Dachstange noch nicht angemacht, das Tuch dann drumherum gezogen, an manchen Stellen fixiert und dann das Scherengitter an die Wand gedrückt und festgeschraubt. Und dann hätte ich an beiden Seiten nochmal das gezogen, das Tuch, und dann wäre das auch gestrafft gewesen. Das Scherengitter hält dann praktisch den Stoff. Ach so, nee, Sie haben quasi, der Stoff geht vom Dach über bis zur Wand. Also ich habe ja das getrennt. Ich habe ja das, die Wand, der Wandstoff ist quasi von dem Dach getrennt und überlappt. Deswegen geht das jetzt, haben Sie schon recht, hier in dem Fall würde das nicht so gehen, wie ich das machen wollen würde. Könntest du vielleicht, wenn du das nicht wolltest, auch irgendwie festtackern oder so, aber ich finde das eben total schön, dieses Scherengitter. Ja, man kann ja trotzdem, hätte man das erst festtackern können und dann das Scherengitter gegen drücken können, ne? Hätte man ja auch machen können. Und so sieht es dann aus, wenn es... Ja, sieht schon ziemlich schick aus, also kann man eigentlich von innen nicht von der normalen Jute unterscheiden, finde ich echt cool. Allerdings fehlt jetzt hier eine Sache, und zwar fehlt das Seil oben, ja, was im traditionellen Sinn oben auch die ganze Struktur zusammenhält. Das ist jetzt, und da gibt es ja die extra schönen geflochtenen Jotenbänder, die wirklich wunderschön sein können, oder eben ein Pferdehaarseil. Und das hätte ich jetzt auf jeden Fall noch dran gemacht, einfach aus dem optischen Grund, weil es sieht jetzt für mich so aus, weil im traditionellen, wenn man das gewohnt ist, dann weiß man, da ist ein Seil, und in dem Fall ist jetzt ja keins. Also habe ich natürlich jetzt auch nicht bei mir, muss ich jetzt auch dazu gestehen, aber ich würde am liebsten das noch, ich habe bei mir halt ein Stahlseil da lang gehen und dahinter ein Spanngurt, aber das würde jetzt noch eine Sache sein, die würde das nochmal perfekt ergänzen, finde ich. Fertig ist. Ja. Ich glaube zu erkennen, dass die Dachlatten Vierkantlatten sind, ne? Die sind jetzt nicht Naturholz. Und habt ihr das dann noch eingelassen oder wieso hast du das? Oh krass, ja. Also einfach nur der Stoff gegengespannt und ein kleiner Überstand überm Eingang. Interessante Treppe auf jeden Fall gebaut. Ganz schön viel Aufwand. Also für die ganzen detaillierten Sachen ist echt viel Aufwand betrieben worden. Aber hat auch was. Hat das jetzt? Kannst du nochmal eins zurückgehen? Scherengitter, ich habe das alles geölt. Okay. Alles nochmal mit Leinölfirnis oder so wahrscheinlich behandelt. Ist auch auf jeden Fall gut, wenn man das macht. Alles Holz, einfach mit so Holzöl, das du für Möbel oder für Böden oder so. Ja, also das kann man machen. Leinölfirnis kaufen. Aber ist für den Innenraum nicht unbedingt notwendig. Also ich habe das jetzt bei meiner Jute zwar gemacht, aber das ist eine Sache, die muss absolut gar nicht sein. So, alles was im Außenbereich ist an Holz, das ist wichtig, dass es immer eingeölt ist. Aber im Innenbereich, außer vielleicht beim Fußboden schon. Aber ansonsten ist es nicht unbedingt erforderlich. Wo du hernehmen kannst. Ja. Das ist jetzt noch roh auf dem Bild. Oder hast du schon? Das ist schon geölt. Das habe ich schon vorher gemacht. Also die Dachstange, sobald die fertig waren, habe ich die eingeölt. Trocknen die ein bisschen. Das Scherengitter habe ich geölt, bevor ich die Knoten hingemacht habe. Weil das logisch. Ich meine, sonst würde ja alles mit Öl, würde ja ganze Stoff und so mit Öl dann voll sein. Klar, alles vorher machen. Einfacher, da kannst du ja mit einem Lappen einfach durchfahren. Ja. Und da kann man auch hier ganz gut sehen, wo man eben oben dann die Stangen einfach reinlegt. Ja. Dann musst du das halt ein bisschen berücksichtigen, wie mache ich das über dem Fenster. Da haben wir ein Brett befestigt, wo die dann einfach auf diesem Brett aufliegen, weil da ist ja eben kein Scherengitter. Gut, das habe ich bei mir auch. Und da habe ich jetzt eine USB-Platte bei meinen Joden, die ich immer baue, genommen. Und bei mir habe ich noch so Bohlenreste-Abschnitte genommen. Und ich habe noch keine perfekte Version davon gefunden. Am besten wäre halt eine durchgehende Baum, ein Brett aus dem Baum quasi geschnitten, was sich am besten auch an die Rundung anpasst. Das wäre das Schönste. Und das schließt dann da an dem Wandbrett praktisch ab, das Scherengitter.
Das war auch so ein bisschen eine Rechenaufgabe, wie viele Scherengitter braucht man denn so zwischen den Fenstern, also zwischen Fenster und Tür und auf der anderen Seite. Genau. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein paar Bilder von außen. Ja, ich habe mir dann noch so eine Eingangstreppe haben wir gebaut. Ja, es gibt scheinbar, hat sie mindestens eine extra Tür zu der Fensterfront. Und das Ganze ist relativ hoch. Also es ist nicht so niedrig wie jetzt meine Jurten, sondern wahrscheinlich so, ich schätze mal auch diese 1,90 Meter oder 2 Meter. Okay, ja, hier sieht man es nochmal. Auf jeden Fall ziemlich schick. So eine Standardkuppel eben oben drüber mit so einem kleinen Dachüberstand. Das baue ich ja auch bei meinen Jurten an der Stelle, wo eben die Fenster sind. Ne? Dass da eben, ja, das wäre auch cool, wenn man das noch ein bisschen vergrößern würde, diesen Dachüberstand. Ja. Das ist dann am ersten Platz, war es dann erstmal so und später habe ich dann mit meiner Tochter, ich glaube am nächsten Sommer erst, habe ich hinten eine Terrasse dran gebaut. Genau, da haben wir so mit Paletten als Untergrund, einfach Steinplatten und Paletten eine Unterkonstruktion gemacht und haben dann mit Holzresten, die wir noch hatten, hier so eine Bretterterrasse. Ja, also im Prinzip ist das, was ich ja bauen will als Jurtenfußboden als nächstes, ist dem sehr ähnlich. Ich will quasi ja auch ein paar Platten hinlegen, dann noch eine Plane unter und da dann lose Schafwolle dazwischen stopfen, zwischen die Paletten und dann eben mit dem Dielenboden oben das Ganze abschließen. So soll der nächste Fußboden werden. Ist ein bisschen Aufwand, dann das Ganze rund auszusägen, aber das habe ich jedenfalls vor. Gebaut, die dann so aussah. Und dann ist er einmal umgezogen, das ist dann der Umzug, 3 Jahre krass. Später. Krass, ein Umzug mit dem Teil, alter Verwalter. Dachte ich nicht. Also Boah. Zum einen dachte ich nicht, dass wir den Gemeinschaftsplatz so schnell wieder verkaufen und die Jurte dann umzieht. Ja, das, also am besten ist, wenn man so eine massive Konstruktion, das ist ja keine richtige Jurte, das ist ja eigentlich auch eine Art Rundhaus, so ein Zwischending eben. Wenn man sowas baut, möglichst lange an einer Stelle stehen lassen, also... Das macht das, weil hier muss ja extra ein LKW kommen und sowas. Ich kann meine Jurte eben noch mit einem normalen PKW und Anhänger bewegen. Ja, von daher ist das einfach viel Aufwand. Aber das ist eben passiert, ein LKW voll Material und ein Baukasten quasi. Ich habe dann alles nummeriert, beschriftet, mir einen Plan gemacht, wie alles wieder hinkommt, damit man es auch wieder aufbaut. Das ist wichtig, ja. Und das ist dann am neuen Platz. Da haben wir einen Bagger gebraucht, weil das ein schräges Gelände ist und wir dann einfach mehr Gelände ausheben mussten. Boah, ja, das sowas ist natürlich dann immer anstrengend, wenn man extra noch den Platz so krass vorbereiten muss. Ja, das ist heftig. Ich bin echt froh, dass ich hier im Norden von Deutschland lebe, wo man die Jurte im Prinzip einfach nur auf dem Fußboden aufbauen muss und sich um sowas keine Gedanken machen muss. Ne? Damit die Jurte dann gerade stehen kann, da sieht man das Gelände, das musste quasi einfach ein bisschen weggenommen werden. Das wäre jetzt mit der Hand ausbuddeln viel gewesen. Und da habe ich dann eben eine Terrasse hingemacht, die vorne höher ist, eben durch die Schräge des Geländes. Ja. Konnte ich die alte Terrasse nicht verwenden, sondern da haben wir das dann so. Wow, ja, da ist ein ordentliches Gefälle drin. Also das ist schon echt krass. Ja, ist halt dann die Frage, ob man das sozusagen in so einem Bereich, da so eine Jurte unbedingt aufbauen muss. Aber schön ist es natürlich, aber es ist einfach richtig Aufwand. So gelöst. Und dann habt ihr noch ein bisschen Impressionen. Der Sonnenuntergang von dem Fenster hier ab. Das ist innen, habt ihr ja jetzt auch live gesehen. Ja, also grundsätzlich jetzt nochmal abschließend, war das wirklich ein sehr spannender Einblick, muss ich sagen. Tatsächlich ist das eine Sache, die quasi das Rundhaus von meinem Bruder extrem aufwerten würde, wenn man das so machen würde. Und von daher war das jetzt wirklich mal spannend zu sehen, wie andere das machen. Und weil es im Prinzip die gleiche Idee ist, die ich hatte bei meinem Jurtenbau, nur dass es ganz anders umgesetzt worden ist. Ne? Also meins habe ich eben andersrum gedacht. Ich habe gesagt, erst baut man die Jurte auf und baut dann wie nochmal eine zweite
wie ein Gestell nochmal oben drüber, sodass die Plane vom Dach eben einen Abstand zur Dämmung bekommt und auch eine Bretterwand nochmal extra und sowas. Und dass man eben von außen sieht es aus wie ein Rundhaus, ein modernes, und von innen eben wie eine Jurte. Das haben wir jetzt gemeinsam. Und wir haben gemeinsam, dass man eben wirklich eine Dämmung von so, ich schätze mal auch, dass die jetzt so 20 Zentimeter gewählt haben. Und das ist wirklich gut. Also das ist wirklich toll. Nur, dass halt hier scheinbar das mit dem Geld nicht so eine Rolle gespielt hat. Das war schon bestimmt von den Materialien super teuer und wäre heutzutage auch unbezahlbar, ne? Also ich würde sagen, gut, die haben viel selbst gemacht, muss man auch dazu sagen. Aber allein die Materialien, das sind Tausende von Euros oder das waren Wochen oder Monate an Arbeit, ne? Also das ist nicht zu unterschätzen. Aber wirklich spannend. Mich hätte jetzt mal interessiert, ob es irgendwas beim Abbau dann nach den Jahren irgendwie Probleme mit der Dämmung gegeben hat, mit Feuchtigkeit und so, ob da irgendwas eingedrungen ist. So, solche Sachen wären jetzt nochmal spannend gewesen. Aber wirklich ein toller Beitrag hier. Schade eigentlich, dass das nicht so viele Aufrufe hat. Die Originalquelle verlinke ich euch natürlich unter dem Video, damit ihr das Ganze auch nochmal im Ganzen gucken könnt, wenn euch das interessiert. Ja, also, wenn euch das gefallen hat, schaut gerne in die anderen Videos rein. Es kommen bestimmt noch mehr von diesen Reaction-Videos von mir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.